Die Blackwings Linz sind bei Tabellenschlusslicht Olympia Ljubljana zu Gast. Zuletzt sind die Oberösterreicher nicht mehr so dominant aufgetreten, haben 2 der vergangenen 3 Spiele verloren. Will man an der Spitze dranbleiben, braucht es also heute unbedingt einen Sieg. Den ersten Treffer erzielen dann aber in Minute 17 die Hausherren. Uruc mit der Vorarbeit, alles Music mit dem Treffer. Keine Chance hier für Linz-Keeper Michael Usas. Mit einer knappen Führung für die Slowenen geht es in die Kabinen. Nach der Pause können die Linzer dann aber ausgleichen. Philipp Lukas mit dem 1:1. Damit alles wieder auf Anfang in Ljubljana. Und die Linzer legen nach. 3 Minuten später Jonathan D'Aversa mit dem Schuss. Brad McLean lenkt ihn unhaltbar ab. 2:1. Für die Gäste, die Linzer erstmals an diesem Abend in Führung. Doch die Freude währt nicht lange. Wenige Minuten später gleichen die Drachen wieder aus. Gilbert Gabor mit dem 2:2. Der Treffer fällt aus einem Konter heraus. Kurz vor Drittelende geht der Favorit aus Linz aber wieder in Führung. Joel Broder mit einem Schuss genau ins Kreuzeck. Ljubljana-Keeper Jeff Frazee ist bei diesem Gegentreffer ohne jede Chance. Der zweite Spielabschnitt gehört ganz klar den Gästen aus Linz. Im dritten Drittel passiert lange nichts. In den Schlussminuten setzen die Slowenen dann alles auf eine Karte, nehmen ihren Keeper heraus, kassieren jedoch den Empty Netter. Daniel Oberkofler trifft ins verwaiste Tor zum 4:2 Endstand. Linz hat lange Mühe mit dem Schlusslicht, nimmt aber schlussendlich 3 Punkte mit nach Hause. Normal, we're not satisfied with the outcome. We lose the game, but I see a lot of positive things tonight again. We battle hard, we lead 1-0, we was behind 2-1, scored 2-2. But Linz, they got a great team, top 3 team in the league, so they punish our mistakes. But we boys battle hard till the end, we put a goalie out, unfortunately they scored a 4th goal. But again, I see a lot of positive things and we could continue like that, we'll get some points again. Well, it was a hard-fought game, and if you look at the last month or so, their team has played very well, and whoever's come in here has had a tough time, and it was the case for us tonight.